Man muss der deutsche Junge der Zukunft schlank und rank sein. Blink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl. Ist das so weich, ne? Sonst hat man ja immer so Stoppeln. Ja, ne, der hat es auf Null gemacht. Das ist ja ganz auf Null, ja. Da könnte man ständig fummeln. Und auf Null heißt? Ja, keine Haare mehr, Null. Und deshalb habe ich den Bart, den ganzen Kopf mit Permanent-Make-up machen lassen. Dann kann man das auch auf Null rasieren. Und es sieht immer noch aus, als wären da Haare. Und so perfekt kriegt man es eigentlich halt überhaupt nie hin, wenn die Haare wachsen. Also das war ein ganz guter, ganz cleverer Schach. Haben jahrzehntelang darauf gewartet. Jetzt steht es endlich im Gesetzblatt. Das neue Staatsangehörigkeitsrecht gilt ab dem 26. Juni 2024 für alle, die Deutsche werden wollen. Es findet sich dann im Tweet noch ein Hinweis darauf, dass man auch mehrfach Staatsbürgerschaften annehmen kann. Man muss also die alte nicht abgeben, man kriegt die deutsche noch dazu. Es ist der Hinweis enthalten, dass das auch innerhalb von 3 Jahren besonders schnell geht. Was? Also ihr kriegt den deutschen Pass in 3 Jahren und ihr könnt Bürgergeld bekommen. Sind Sie mit diesem Tweet einverstanden gewesen? Unterstützen Sie diesen Tweet oder halten Sie den für kritisch? Das würde meine erste Frage sein. Sie müssen darauf nicht antworten. Ich antworte auf die Frage. Lesen bildet bekanntermaßen nicht nur, sondern Lesen hilft auch, gewisse Dinge einzuordnen. Deswegen würde ich empfehlen, alle Tweets bis zum Ende zu lesen. Du tust schön sticheln, ne? Stichel. Und wenn Sie diesen Text einmal ganz durchgelesen hätten und nicht nur einzelne Hashtags setzen würden, dann hätten Sie lesen können, dass dort klar und deutlich gemacht wird, was die Voraussetzungen und auch die Pflichten sind mit Blick auf die deutsche Staatsangehörigkeit. Wie der mich gerade aufregt. Dann hätten Sie lesen können, dass dafür die Notwendigkeit ist, seinen Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Also das, was Sie hier gerade berichtet haben, stimmt nicht. Wie du mich gerade aufregst. Was ist mit dir los? Sie haben jetzt ja gerade auch gesagt, doppelte Staatsangehörigkeit. Bekanntermaßen lehnt Ihre Partei das ab. Kein Wunder, dass Sie das dann hier also kritisieren. Wir sehen uns in der Verantwortung als Bundesregierung, wo wir dringend, dringend Fachkräfte brauchen, qualifiziert, alles dafür zu tun, dass wir im globalen Wettbewerb um Fachkräfte dafür sorgen können, dass hier die deutsche Wirtschaft, die Gastronomie, die Pflegekräfte weiter gemeinsam ihre Arbeit vollbringen können. Und dafür brauchen wir auch qualifizierte Einwanderer. In Kenia frage ich Sie, gibt es welche besonderen Qualifikationen, Ausbildung und Fachkräfte, die die dort nicht brauchen und die uns weiterhelfen? Können Sie mir sagen, welche Schwerpunktqualifikationen es in Kenia insbesondere gibt, die wir brauchen und die die dort nicht brauchen? Weil sonst wäre es ja relativ rücksichtslos, die zu uns zu holen. Nice. Wir haben nur das riesengroße Problem in Deutschland, dass wir mit Blick auf Geburtenrate, aber dass wir mit Blick auf die Frage Fachkräfte die Situation haben, ich weiß ja nicht, wo Sie leben, aber weil wir mit der deutschen Sprache einen großen Nachteil haben im Vergleich zu englischsprachigen Ländern. Nichts Deutsch lernen. Hier rein, hier raus. Deswegen müssen wir aktiv Kooperationen schließen, damit Fachkräfte nach Deutschland kommen. Eine Frage habe ich. Was machen wir jetzt? Hör mal auf, geh mal heim. Was ist los? Ich habe schon Littles unter sich getroffen, aber viele Littles haben ja auch einen Daddy, wie sie ihn nennen. Und bei Chrissy, die ich jetzt treffe, ist ihr Daddy nicht nur ihr Daddy, sondern gleichzeitig ihr Partner. Wie funktioniert so eine Beziehung? How dare you? Ne, also das geht ja dann wahrscheinlich vom Vorwurf her so in die Richtung Pädophilie. No. Ich persönlich sage dann immer, ja, Pädophilie bedeutet, dass jemand auf kindliche Körper steht, kindliches Körperschema. Und es ist bei Littles ja nicht gegeben, das sind erwachsene Frauen. Was? Fühle mich wie ein Kind, ich nehme mich gern wie ein Kind, ich mag kindliche Sachen, aber ich bin kein Kind. Und das weiß er auch und er sieht mich auch als erwachsene Frau primär, gerade auch wenn es dann sexuell ist, war das denn ja bei uns. Krass. Dominik wird die Chrissy jetzt wickeln, weil es ihr dann leichter fällt, Little zu sein. Damn! Wie alt ist denn jetzt die Chrissy gerade? So irgendwie was
5 Jahre, sagt sie manchmal. Aber gerade, ja eben, gerade nicht. Brother, Also 3, 4. What's that? Noch kleiner, noch kleiner. Hi. What's that, brother? Hi. Ganz ehrlich, es rattert gerade in meinem Kopf. Ich frage mich, ist das okay, hier dabei zu sein und die beiden in diesem intimen Moment zu zeigen? Aus den Gesprächen mit Littles habe ich aber erfahren, dass es ihnen sehr wichtig ist, dass gezeigt wird, dass es dieses Bedürfnis gibt. Siehst du eigentlich Chrissy als erwachsene Frau oder als Little? Sie ist die Frau, die ich liebe. No, God, please! Also sie ist die Frau, die ich liebe, die auch eine Kleine in sich trägt, die eine Persönlichkeit hat, die No! Mir zutiefst ans Herz gewachsen ist. Aber sie ist die Frau, die ich liebe und meine Partnerin. Und es ist mir halt wichtig, dass wir beide uns in dieser Beziehung wohlfühlen. No! Kann ich denn das letzte noch machen? So, geht das so noch? Ja. Mit der erwachsenen Chrissy kann ich heute nicht mehr sprechen. Sie ist tief im Mittelzug. Frau Ministerin, Sie haben eben gesagt, Sie wollen kein Gas mehr aus Russland. Ist das der Grund, warum die Bundesregierung die Ermittlungen zur Sprengung von Nord Stream 2 nicht weiter verfolgt oder ganz im Gegenteil torpediert, wie man den Eindruck hat? Oder stecken da andere Dinge dahinter, dass vielleicht man merkt, dass dahinter stecken die USA oder andere Partner? Ist das vielleicht der Grund? Das ist eine wundervolle Frage. Da gibt es eine einfache Antwort. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again, then... Here I come. There will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. Wirklich? How will you do that? Exactly. Since the project and control of the project is within Germany's control. We will, I promise you, we'll be able to do it. Fünfte Frage und in 3 Fragen mindestens mussten Sie jedes Mal sagen, dass die Amerikaner irgendwie unser Feind wären oder wir auf ihre Anweisung agieren. Ich weiß, how dare you? Ich weiß nicht, in welcher Welt Sie eigentlich leben. Mit Blick auf die Frage zu Nord Stream und den Ermittlungen, wir tun das, was wir tun, weil wir ein Rechtsstaat sind. Und in einem Rechtsstaat entscheidet nicht die Bundesregierung, sondern die Justiz. Und deswegen ermittelt der Generalbundesanwalt und da interveniert auch nicht die Bundesregierung. Das ist unser Verständnis von einer freien, liberalen Demokratie, dass die Gewaltenteilung für alle gilt, auch in diesem Fall. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Warum gibt es noch kein Ergebnis? So, keine weiteren Nachfragen. Die aktuelle Außenministerin hat den Präsidenten als Diktator bezeichnet. Ganz ehrlich, wie kann man so dumm sein? Wie schätzen Sie solche Äußerungen ein? Verstehen Sie einfach, dass ich mich zu den Aktionen der aktuellen Außenministerin schlicht nicht äußern will, weil ich halte das wirklich für eine schreckliche Fehlentwicklung, was da außenpolitisch für Porzellan zerschlagen wird. Weißt du, was ich dann sag? Ich zeig nur so auf meine Jacke. Der kleine Danga. Man als deutsche Außenministerin das Staatsoberhaupt Chinas so bezeichnen sollte, ist eine Frage, die auch mit Professionalität zu tun hat. Und die ist offenkundig im Auswärtigen Amt eher unterentwickelt. Herr Präsident, Frau Baerbock, vor einigen Tagen war auf X von Ihnen ein Tweet zu lesen. Ich hoffe, das ist nicht der Parodie-Account, sondern der richtige von Ihnen. Ich zitiere mal. Wir erwarten, dass die israelische Regierung ihre Ankündigungen rasch umsetzt. Und der letzte Satz, Zitat, keine Ausreden mehr. Punkt. Zitat Ende. Welche Ausreden hatte denn Israel aus Ihrer Sicht bisher dafür, diesen Grenzübergang nicht zu öffnen und den Hafen auch nicht für Hilfslieferungen freizumachen?
Um die Ausreden, die sie Israel unterstellen, geht's mir. Erstmals glaube ich oder hoffe ich, dass wir im gegenseitigen Respekt miteinander reden. Deswegen, wenn Sie hier Dinge zitieren, dann hoffe ich, prüfen Sie vorher, ob das ein Fake-Account ist oder ein Parodie-Account oder der richtige Twitter-Account. Was Sie zitiert haben, ist auf meinem Account und das habe ich auch in Israel mehr als deutlich gemacht. Sein Geschlecht frei wählen zu können. Auf diesen grandiosen Freiheitsgewinn haben Millionen Bürgerinnen und Bürger sicher seit Jahren sehnlichst gewartet. Zumal in einem Land, in dem man nach ihren Plänen über die eigene Heizung oder den Antrieb des eigenen Autos in Zukunft nicht mehr frei entscheiden kann. Es ist wie immer bei der Ampel. Ideologie triumphiert über Realität. Geschlecht wird von einer biologischen Tatsache zu einer Frage der Gemütsverfassung. Es ist einfach nur albern, wenn es nicht so gefährlich wäre. Wenn sich Männer durch großen Sprechakt zur Frau erklären können, gehören Frauen Schutzrechte und Frauen Schutzräume der Vergangenheit an. An einem Punkt übrigens verraten Sie, dass Sie an die im dem Gesetz zugrunde liegende Ideologie selbst nicht glauben. Im Kriegsfall soll es nämlich keine Wahlfreiheit geben. Im Kriegsfall bleiben Männer eben dann doch Männer. Also, wo ist sie? Das heißt, für die Ampel zählt Kriegstüchtigkeit offensichtlich dann doch mehr als Transideologie. Wer Diskriminierungen überwinden will, der hätte die bestehende Gesetzlage behutsam reformieren können. Das hätten wir absolut unterstützt. Da ist auch Handlungsbedarf, keine Frage. Aber Sie sind bewusst einen anderen Weg gegangen. Ihr Gesetz ist frauenfeindlich und Ihr Gesetz macht Eltern und Kindern zu Versuchskaninchen einer Ideologie, von der nur die Pharmalobby und die Pharmaindustrie profitiert. Das BSW sagt Nein zu diesem gefährlichen Irrtum.